Und dann geht's ganz schnell, kurze Variante, das Silva Pinto auf Rausch und er flankt ihn in die Mitte auf Eggimann. Und es steht 2:0 für Hannover 96, das war garantiert einstudiert. Tolle Eckball-Variante, ganz schnell gespielt und die Abwehr des Gegners von St. Patrick's Athletic überrumpelt, auf den falschen Fuß erwischt und natürlich auch eine schöne Flanke von Rausch, gut gelaufen, toller Laufweg von Mario Eggimann, da passt einfach alles zusammen, der Ball dann sogar noch an der Innenkante der Latte und dann springt er ins Tor, wieder nichts zu halten für Clark im Tor der Gäste, super Variante, super Tor, 2:0 96.